Es ist 5.15 Uhr. Es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, jetzt wach zu werden, außer wenn wir zu Gamescom. Also los. Willkommen bei Campus TV. Wir sind in meiner Heimatstadt in Köln vor der Kölnmesse. Wir waren schon im Frühjahr hier und zwar zusammen mit Ela und haben ein Interview geführt mit Franco Fischer, einem der Pressesprecher der Kölnmesse. Und jetzt sind wir hier, uns einmal die Gamescom genau anzugucken, die Messe, um die es nämlich in dem Interview auch ging. Dann lass uns loslegen. Genau. Interviewpartner gefunden. Nino und Annika von Gamescom TV. Hi! Was dürfen wir hier auf der Gamescom überhaupt nicht verpassen? Zu spielen. Ja. Ja, das ist das A und O. Es ist natürlich immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Ne? Es sind viele coole Titel da, die man anspielen kann, die man auch anspielen sollte. Natürlich sind halt die Wartezeiten auch lang. Deswegen empfiehlt es vielleicht wirklich 2 Tage oder so zu kommen, dass es nicht so stressig ist. Highlight an sich ist halt eigentlich die Gamescom generell. Also was man hier alles erleben kann, ist halt super. Es ist halt für Hardcore-Zocker, dazu gehöre ich jetzt nicht unbedingt, es ist natürlich toll. Also die sitzen halt teilweise wirklich 5-6 Stunden in den Schlangen. Deshalb lohnt es sich halt wirklich, wenn man mehrere Tage kommt, um spielen zu können, um sich den Außenbereich anzugucken, um auch ein bisschen zu entspannen. Mehrere Tage kommen, Gamescom genießen. Ich habe was gefunden, ich bin jetzt hier voll in meinem Element. Ich sitze an einem Schlagzeug, ich darf trommeln, das heißt, ich gebe ab an Danielle, die soll mal das Interview führen, die ganzen Fakten, das ist alles Quatsch, ich bin raus. Das Schlagzeug ist für Danielle das Intel Ferrari Auto, in dem sie gerade fährt. Wie läuft es bei dir? Es läuft super geil. Wie viele Runden darfst du fahren? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht nachgefragt. Ich habe erstmal nur gefragt, wie das funktioniert. Schalten und so. Ich bin ja noch nie Auto gefahren, aber mit Formel 1 Wagen einsteigen ist ja auch nicht schlecht. So von Frau zu Frau. In meiner Brust schlägt schon so ein bisschen ein kleines Gamerherz, ganz versteckt. Spielst du auch? Also ich spiele halt als Mädel das, was Mädels Spaß macht. Also Monkey Island. Ich bin tatsächlich verliebt in dieses Spiel. Das sage ich jedes Jahr, aber es ist auch nach wie vor so. Tanzspiele hier kann ich auch empfehlen. Tanzspiele wollen wir auf jeden Fall auch noch machen mit Philipp. Ja, Philipp und ich tanzen heute noch. Neben den Attraktionen in der Halle hat die Gamescom auch ein Außenprogramm und hier befinden wir uns gerade in diesem hinteren Bereich bei sommerlichen Temperaturen und blauem Himmel kann man unter anderem Motorrad fahren hinten, man kann klettern, man kann surfen und dort hinten kann man auch noch surfen, also es ist genug Attraktivität da auch für den sportlichen Besucher. Der bin ich aber nicht und deswegen gehen wir wieder rein. Ja, also ich muss ja gestehen, ich hätte ja jetzt schon Lust auf einen Ego-Shooter. Ich hätte gern Call of Duty das neue gespielt. Danielle, was ist los? Die Call of Duty-Schlange ist zu lange. Ich habe mich so darauf gefreut. Früher habe ich immer Call of Duty 1 gespielt und ich dachte, mal wieder Call of Duty, das neue Weltpremiere. Aber das ist mir wirklich zu lange. Die Leute stehen da bestimmt 3 Stunden. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Ach komm mit, ich habe dir da noch was versprochen. Guck mal, Danielle. Da können wir tanzen. Ich habe Annika versprochen, dass ich dich noch zum Tanzen bringe. Also los!
man denn so abends, wenn die Tore sich schließen und die Besucher alle weg sind, dann kommen die Partys und es gibt sogar ein Gamescom-Festival. Wo geht man so hin? Ich habe jetzt so ein bisschen abgebaut, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sind mit einer großen Truppe hier nach Köln gefahren, eigentlich wie jedes Jahr, und sind aber schon seit Sonntag da. Ja, also Kameramann William, den ich hier mal ganz lieb grüßen möchte, der macht nämlich fantastische Arbeit. Ja, der muss die ganze diese Monsterkamera durch die Massen schleppen. Der nötigt mich dann doch wieder jeden Abend noch mit an die Hotelbar zu gehen auf 1 bis 68 Kölsch. Aber ihr wart jeden Morgen ja pünktlich am Start hier. Also verschlafen wurde nicht, trotz Party. Ja, vorbildlich. Ja. Vorbildlich Kompliment. Ja, wir sind ja heute auch früh aufgestanden. Wir sind sehr früh aufgestanden. 5 Uhr. So, das war schon hart. Ja, aber man gewöhnt sich auf der Gamescom auch dran, dass man nur 4 Stunden schläft. Über die ganze Woche verteilt, ja. Dann bedanken wir uns vielmals. Ja, von Moderatoren zu Moderatoren. Tschüss. Jetzt einen langen Gamescom-Tag hinter uns und sind jetzt in der Beachbar gelandet. Ja, wir haben viel gesehen, viele Eindrücke zu bearbeiten. Wir hatten richtig Spaß. Klasse Tag. Und jetzt werden wir die Beine ein bisschen ausstrecken. Ich habe gesehen, da hinten ist noch eine Cocktailbar. Ja, ich würde sagen, genau richtig für uns. Also Mikrofone aus und zurücklehnen.